fröhliches Gezwitscher empfing uns in der Ausstellungshalle in Solingen. Dort hatten sich Geflügel- und Exotenzüchter aus Magdeburg und Umgebung eingefunden, um ihre gefiederten Schätzchen zu präsentieren. Früher waren nicht nur mehr Lametta, früher waren auch mehr Exoten. Tierschützer sind darüber zwar nicht böse, bekämpfen sie doch Käfighaltung ohnehin. Aber so langsam werden die Exotenzüchter selbst zu Exoten, gehören einer wohl aussterbenden Zunft an. Ob das schön oder traurig ist, liegt im Auge des Betrachters. Die Vereine kämpfen um Nachwuchs und ums Überleben. Ja, das sind die VZE-Vereine von Magdeburg, und zwar die Sparten Magdeburg-Land, die Sparte Magdeburg und am Rande auch noch beteiligt die Sparte Magdeburg 1962. Können Sie uns dann auch sagen, welche Vögel hier alle ausgestellt sind? Ja, wir haben also fast die gesamte Breite von Papageien, Sittichen, auch Finkenvögel ihrer Art. Also Sie können, wenn Sie durchgehen, sich alles sehr gut ansehen. Und genau gezählt habe ich sie nicht, aber es sind weitaus um die 200 Tiere. Wir haben bis jetzt so um die 100 Zuschauer bisher und rechnen mit etwa noch weiteren 50 bis 60 Zuschauern heute und morgen nochmal in etwa dieselbe Zuschauerzahl. Am Ende waren die beiden Vereine mit der Resonanz überaus zufrieden. Der VZE Magdeburg, VZE steht für Verein für Zier, Geflügel und Exoten, hatte sich für die Schau mit dem Ortsverein Ottersleben zusammengetan. Denn alleine kann man so eine Veranstaltung nicht mehr stemmen. Dazu sind die Mitglieder inzwischen zu wenige. Und dabei geht es den Mitgliedern nicht so sehr um Wettbewerb und Prämierungen, sondern um interessante Farbschläge, zum Beispiel bei den Sittichen. Also der Finanzsittiche hat ja eigentlich mehr eine rot-blaue Form. Ja. Und das ist eine Farbvariante, ist eine Mutation. Wie ist denn das zustande gekommen? Also die Mutation, das kommt über Gelb und Blau. Blau ist nun mal die Hauptfarbe. Ohne Blau geht gar nichts. Ja. Und da wird Gelb und Blau zusammen verpaart. Ja. Und die Wildfarbe. Und dann entsteht das allmählich. Ja. Da muss man eben bloß immer weiter züchten und wieder verpaaren. Und dann hat man eben die Tiere auf da, wo man sie haben möchte. Ja. Wie viele Generationen hatten das gebraucht, bis das da sowas also, bei rausgekommen ist? Also 6 Generationen, ja, bei mir. So. Und die sind noch spalterbig in Zimt, Orange sind die auch noch. Wenn ich jetzt würde eine orange Scheckenhenne dran setzen, dann würden die alle orange werden und gelb, ja. Naja. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ja. Es ist eben wirklich was Besonderes. Und wie gesagt, wenn man die Urform kennt, die Urfarbe, dann stutzt man doch schon in dem Moment ein bisschen, ja. Ja. Also ist ja auch eine schmucke Farbe, ja. Ja, und bei mir sind 6 Jungtiere gefallen und 4 verschiedene Farben. In Blau-Weiß, in Gelb-Wildfarbe, ja, und Zimt. Farbe gescheckt, ja, in Gelb und ja, naja. Besonders hübsch anzusehen sind auch die aus Afrika stammenden Schwarz- und Pfirsichköpfchen. Wer denkt, dass man für dieses Hobby viel Geld braucht, muss keine Angst haben. Man kann auch mit wenig Geld klein anfangen. Außerdem kann man in die Vereine auch erstmal reinschnuppern, bevor man Mitglied wird. 2 Telefonnummern haben wir eingeblendet.